Tja, Freunde, wieder ganz schön viel rumgetrödelt im letzten Part, ich weiß, aber ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Okami Part 25. Cool, jetzt sind wir aber auf dem richtigen Weg ins Dorf, in ein neues Dorf so gesehen. So, lecker Futter nochmal abgestaubt. So, mein Weg ist ganz schön lang, aber sind bald da. Bald sind wir da. Gucken, was hier so abgeht, wer hier Hilfe braucht, ob das ganze Dorf auch wieder verflucht ist. Ah ja, das sieht man ja jetzt schon. Ach du Scheiße, da sieht man schon in den roten Dingern. Gut, 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 befreien wir das Dorf. Befreien wir es, indem wir wieder einen wunderschönen Wächtersprössling zum Blühen bringen. Vielleicht auch sogar mit einer neuen Pinseltechnik sogar. Oh, wir müssen echt mal wieder... Oh, Dorf Kusa. Ja, hier... Hä? Bin ich hier die ganze Zeit in so einer ollen Scheiß-Dings drin? Nee. Ah, was ist das für eine unheimliche Atmosphäre des Bösen hier in diesem Dorf? Es gibt hier keine verfluchte Zone, aber ich spüre einen starken Fluch. Ja, meine Tinte geht alle. Meine Tinte geht alle! Aber das ist ja vielleicht nicht so schlimm. Hauptsache meine Energie geht jetzt nicht alle. Meine Solarenergie. Was ist hier los? Warum ist das hier so komisch? Scheiße, wenn ich zeichnen kann, bin ich ein bisschen am Arsch. Mach die Tür auf! Tür auf! Oh nein! Ich bin nicht ein nackter Wolf! Susano! Was für... nein, nicht das. Bei den Göttern, ich schwöre. Du wirst niemals... Es ist Sasano. Er ist ein sturer Hund. Was zum Teufel macht er da? Ich wette, er hat einen Albtraum, in dem er von Monstern verprügelt wird. Er scheint ja ganz außer sich zu sein. Es wäre ja ganz lustig, wenn es nicht so traurig wäre. Schon wieder dieser Traum. Mann, er hört das ja nie auf. Ich dachte, wenn ich in das Dorf komme, dann... Ey, Alter, hängst du in deinen Träumen auch so rum? Muss nett sein, wenn man mitten am Tag einfach so ein Schläfchen machen kann. Größter Krieger aller Zeiten, so ein Quatsch. Hündchen und die kleine Laus. Tja. Wollt ihr meine Meditation wieder stören? Meditation, schon klar. Sogar in meinen Träumen arbeite ich hart und entwickle neue Strategien, um das Rot-Irgendwas oder so ähnlich zu besiegen. Ich kam her, um für den Sieg im Windschrein zu beten, aber siehe da, dieser Rot-Irgendwas oder so ähnlich hat den Schrein besetzt. Nun, mit meinem unbesiegbaren Schwert gibt es eigentlich keinen Grund zu beten, aber das Schicksal der Welt ruht auf meinen Schultern. Ich muss vorbereitet sein. Zuerst muss ich hier sitzen und einen gut durchdachten Plan machen. Tschüss, Mann! Wo war ich? Plan? Ja, genau. Das ist doch nur deine Entschuldigung zu pennen. Okay, meine Tinte ist bald alle, Leute. Ich hoffe, das ist kein böses Erwachen. Ich weiß nicht, da war ein Tunnel, aber ich muss erstmal... Oh, meine Tinte! Jetzt bin ich gleich nackig! Jetzt bin ich nackig! Toll. Verfluchte Zone. Hier ist wieder ein Brunnen. Was ist hier? Ah, ich verstehe. Dieser Brunnen benutzt die Kraft des Windes, um das Wasser hochzupumpen. Zu schade, dass es momentan nicht funktioniert. Sieh nur, wie der Boden ausgetrocknet ist. Ich wette, alles, was wir bräuchten, ist ein guter, starker Wind, um etwas Wasser hochzubringen. Ich habe nichts, um Wind zu machen, oder? Nee. Hier ist ein Laden, der nicht da ist. Ein Händler ist nicht da. Was ist das hier? Ein Stein. So, was steht hier? Bitte gieße die Blumen. Na, wie denn? Sieht aus, als hätte das... Naja, ich frage mich, ob dieses Kind das geschrieben hat. Welches Kind denn? Was siehst du hier? Ein Kind? Ja, alles ist hier ausgetrocknet. In die Häuser komme ich anscheinend auch nicht rein. Doch, hier. In ein Haus komme ich rein. Cool. So, ist jetzt hier nächstes Mal wieder immer noch... Eklige Zone hier. Ui! So ein Ding kenne ich auch. Das kenne ich. Das ist doch hier so ein Dharma, oder wie das heißt, oder? Oder? Der kann irgendwie die Augen auf und zu machen, oder ganz komisch. Was das Japanisches sein soll, verstehe ich auch nicht. Ganz merkwürdig. So, hier haben wir erstmal wieder Essen. Hier ist sonst weiter gar nichts. Jetzt bin ich ein ganz normaler weißer Wolf. So, ey, das ist ja der Bär. Die große Bärenstatue. Frau Pflaume. Was nun, ein Wolf? Ein weiterer, nicht zahlender Kunde. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Der Typ, der neulich kam, ist die totale Katastrophe. Ich ließ ihn rein, weil er behauptete, er sei ein Nachfahre von Nagi. Aber er ist gar kein Monstertöter. Er schläft den ganzen Tag im Wald. Und er macht schrecklichen Lärm in der Nacht, wenn er im Schlaf schreit. Vielleicht kannst du versuchen, ihn für mich zu verjagen. Okay. Diese Statue sieht aus wie dieser schläfrige Bär. Eigentlich sieht das Gesicht sogar noch mehr nach einem Bären aus als beim echten. Ja. So, wer ist hier oben? Hallo? Ach, hier so, ja. Okay, wir sind jetzt in einem Gasthaus. Klum. Und brechen hier einfach mal ein. So, was ist hier? Schrank auf? Mach den Schrank auf. Ne, nichts drin. So, hier ist ein Klo oder was? Nee. Wo sind wir hier? Ist hier alles so crazy. Hier ist eine Lampe, die ich kaputt gemacht habe.
So, diese Japaner mit ihren Papiertüren. Das nenne ich Recycling vom Allerfeinsten. So, mach auf hier. Ist hier wenigstens was Geiles drin? Genau, und die Japaner, die schlafen ja immer auf dem Boden. Na, wenn es bequem ist, warum nicht? So, die ganzen japanischen Schriftzeichen hier von dem Fluch, die hier reinwedeln. Oh, Haruka, du musst erst anklopfen. Du kannst du nicht warten, bis ich fertig bin? Was denn bitte? Ist das ein Klo? Jetzt raus hier oder ich schreie. Nochmal. Ich dachte doch, das sollst warten, Mann. Okay, passiert nichts weiter. Peinlich, peinlich. Obwohl, wir sind ja ein Wolf. Wir interessieren uns ja nicht für die Sexualität beim Menschen. So ist anscheinend nichts weiter. Gut, gehen wir wieder raus. So, schräge Sache hier. Was ist denn das hier? Das kenne ich auch. Ist auch irgendwie sowas Japanisches. Ich kenne also ganz viele Sachen, kenne ich nur aus Animal Crossing. Hier sieht aus wie eine Portquelle. Irgendwann mal. Falls diese Quellen wirklich Porter sind. So, der hat aber keinen Pfeil. Ja, es ist Tag. Wird aber nicht viel heller. So, er hat jetzt keinen Pfeil. Also, brauche ich ihn nicht anquatschen. Was ist hier hinter? Oh, ein Glückskleeblatt. Nom, 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 nom. So. Na denn? Ach, kann er gar nicht malen. Scheiße. Ich habe ja keine Götterkraft. Gehen wir hier mal lang. Hier oben genau gleiche nochmal. Pep. So. Aber ich glaube, ich kann die Wesen schon mal ausgraben, oder? Da muss ich bloß nochmal mir merken, dass ich hier noch zwei Kleeblätter machen muss. Was haben wir hier? Hier wächst nur der Bambus. Oh, ja. Toll ist so. Und ich kann keine Bombe legen. Ist ja klar, ne? Idiot. Wo bin ich hier überhaupt? Alter, warum sind die alle so schwarz? Ich bin jetzt hier schon eine Etage höher. Na denn, gehen wir wieder runter. Die Musik hier ist irgendwie... Ist hier überhaupt Musik? Ist alles so still. Jetzt bin ich hier. Durch Zufall. Da unten ist jemand. Hier ist jemand. Ja, ganz unten. Hallo? Herr Bambus! Warum heißen die alle mit ihren komischen Namen immer so wie die ganzen Gegenstände hier? Irgendwann finden wir bestimmt noch Herr Stein, Herr Matschklumpen. Richtig eklig. Was für ein Dilemma. Oh, was für ein hübscher Wolf. Oh mein Gott. Ein Solomist. Ich stecke gerade in einem Dilemma, Wölflein. Ich bin ein Handwerker und ich arbeite mit Bambus, wie du sehen kannst. Aber ich kann gerade keinen zum Arbeiten bekommen. Ich sollte dich nicht mit meinem Problem belasten, Wölflein, aber... Handwerker Herr Bambus. Junge, das muss aber ein großes Dilemma sein, wenn du dich einem Wolf anvertraust. Hallo, kleiner Kobold. Bist du hier, um den Geschwafel eines alten Mannes zuzuhören? Ich habe immer Bambus drüben in der Sasa-Zuflucht auf der Taka-Ebene gesammelt. Aber in letzter Zeit komme ich dort nicht mehr rein. Der Spatzen-Clan hat plötzlich die Tore zur Sasa-Zuflucht geschlossen. Oh, ich wünsche mir nichts sehnlicher, als wieder meine Bambuswaren zu machen. Ich bin alt und das ist alles, was ich noch habe. Und um noch alles schlimmer zu machen, steht das Fest auch noch kurz bevor. Ich verkaufe dort immer meine Ware. Zu Hehlerpreisen. Aber mir läuft die Zeit davon. Ah, das ist doch nicht das Ende der Welt, Großväterchen. Nicht was? In was haben wir uns da wieder reinziehen lassen, Amy? Keine Ahnung. Wohnt der hier unten? Was ist denn das hier? Hier ist was. Wow, das ist aber ein schöner großer Bambus. Dieser Herr Bambus muss seine Arbeit wirklich lieben. Wieso leuchtet der so? Das ist ein Portal. Ich will ihn zersiegen. Naja. So, jetzt kommen wir Frau Bambus, die bestimmt oben mächtig irgendwo im Bett rumliegt. Nackt. Nee. Oh, verbraucht. Bambus-Sprössling. Füllt den Magen ganz gut. Das ist natürlich schön. So, halt. Wer ist hier? Hallo? Nichts. Warte mal, den Weg ausgraben. Grabben. Nee. Komm schon. Stup. Yeah. Okay, was ist das denn hier? Wenn ich mal irgendwie meine Fähigkeiten hätte, aber ich hab. Nee, ich kann nicht mal durch die Wind sausen, durch die Luft sausen. Scheiße. Das ist echt kacke. Aber ich denke mal, ich muss hier sein. So, was ansehen? Hör schon auf damit, Mann. Dein Bäuchlein wird dir ja bestimmt wehtun, wenn du die ganze Zeug hier die ganze Zeit so viel frisst. Okay, ist ja gut. Hast du überhaupt schon mal was gegessen, Isun? Ich glaube, du hängst ganz schön in der Luft. Okay, das. Guck mal, der hat hier so einen kleinen selbstgemachten Geist. Das kenne ich auch. Das machen die Japaner doch auch irgendwie, um echte Geister fernzuhalten oder irgendwie so. Weiß ich nicht. Alles japanische Bräuche hier, die man hier entdeckt. Aber okay, wir haben nur einen alten Mann gefunden, dem wir helfen sollen, wo es hier wirklich weitergeht und endlich mal die verdammte verfluchte Zone hier wegkriegen. Das ist mir noch nicht ganz klar. So, jetzt sind wir hier oben gleich wieder. So.
Okay. Verdammt. Das ist ja jetzt hier, Mann, Mann. Okay, warte, da ist wieder einer. Wer ist das denn hier? Hallo? Brunnenfrau. Wie lange wird das noch so weitergehen? Das Dorf Kusa ist berühmt für seinen göttlichen Wind. Und jetzt, da er aufgehört hat zu wehen, stecken wir alle schrecklich in der Scheiße. Den Wind, der Wind ist unser Leben. Und ohne ihn ist die Luft schlecht. Oh, gibt es denn wirklich gar nichts, was man tun kann? Wenn ich so darüber nachdenke. Wisst ihr noch eine andere Brunnenfrau? Brunnenfrau, die zweite. Weißt du, der Oberpriester des Schreins wurde von diesem Monster aufgefressen. Ich bin mir sicher, das ist der Grund, warum der göttliche Wind nicht mehr bläst. Ja, ja, Monster haben den Windschrein angegriffen, verstehst du? Die Macht des Gottes von dem Schrein wird immer schwächer und schwächer. Der göttliche Wind ließ immer die Windmühlen sich drehen wie ein guter Zauber. Aber das ist nicht alles. Okay. Okay. Oh, na, du bist das Kind hier. Du hast es geschrieben. Hallo? Blumenmädchen. Hallo, kleines Hündchen. Weißt du, dieses Blumenbeet war immer sehr hübsch. Es war voller Blumen und die alle durch das Wasser des Springbrunnens gediehen. Aber dann hörte der Wind auf zu wehen. Das Wasser trocknete aus und jetzt ist alles kacke. Aber ich genieße jeden Tag. Ich muss sie wieder zum Blühen bringen. Ja, ich gieße sie jeden Tag. Nochmal. Die Blumen hier waren so schön, aber jetzt sieht es aus, als wäre es mit totem Gras gefüllt. Aber ich gieße sie jeden Tag. Ich muss sie wieder zum Blühen bringen. Okay, das war's. Okay, wo ist denn hier der olle Schrein, von dem die alle quatschen? Da würde ich ja auch gerne hin. Aber erstmal gucken hier. Noch mehr Türen zum Aufmachen. Noch mehr Futter klauen. Ganz viel Essen liegt hier einfach rum. So, dann habe ich bald zwei Megen voll. Bams. Bams. Das ist außerhalb des Bilds gefallen. Egal. So, vor allem, wie soll ich denn das Monster platt machen, wenn ich gar nicht, zeichnen darf? Fies. Egal, ich schaff das schon irgendwie. Ich schaff das und da war wieder so ein kleines Vieh dran. Boah, ist das hier hängende Gurken? Hängende Gurken, Mann! Erzähl mal über deine hängende Gurken. Der Gurkenbauer. So kann ich nicht arbeiten. Ich versuche hier meine Ernte einzubringen. Aber nur die Körbe von Herr Bambus haben genug Fassungsvermögen. Warst du schon mal bei seinem Haus? Er lebt hier im Dorf. Die Leute kommen von nah und fern, um seine Waren zu kaufen. Er ist ein wahrer Meister. Aber er hat plötzlich aufgehört, irgendwas zu machen. Er sagte, er kann keinen geeigneten Bambus mehr bekommen. Wenn ich darüber nachdenke. Die sagen irgendwie alle, wenn ich darüber nachdenke. Du hast noch mehr zu sagen. Hast du auf der Taka-Ebene ein marodes Haus gesehen? Das alte Paar dort hatte als letztes Bambuswaren bestellt. Anscheinend wollte sie plötzlich einen Vogelkäfig haben. Sie hatte Tiere immer gehasst, deshalb ist es komisch, dass sie auf einmal ein Haustier haben wollen. Ich will ein paar Gurken haben. Das sind nicht die Zucchini. Das ist Zucchini! So, Susano pennt hier. Wo ist denn jetzt der olle Schrein? Wie komme ich denn? Nee. Ach, halt. Okay, hier bin ich. Halt. Ich muss hier irgendwo lang, bloß nicht da runter. Ich muss woanders lang. Halt. Hier hoch muss ich. Oh, ist ja verwirrend, ey. Immer schön die Karte im Auge behalten. So, hier müsste ich jetzt zum Schrein irgendwann kommen. Aber bitte nicht schreien wegen dem Schrein. Hey, hier kann ich bestimmt rein. Ich will hier rein! Da ist eine Tür! Oder ist nur ein Fenster am Balkon? Später, wenn ich wieder zwischen kann. Ja. Schön, dass ich mich da ranhängen kann. Funktioniert sowieso nicht. Ich habe keinen Pinsel. So, oh, wie sieht der jetzt schon? Sehr mystik aus. Hä? Oh, da will ich auch hin. Wo bin ich hier? Hier irgendwo muss was sein. Boah, ich sehe gar nichts. Alles verfluchte Zone hier. Verfluchte Zone. Obwohl, wenn das hier keine verfluchte Zone ist, dann halt eine bedachte Zone, eine bewölkte Zone mit ganz vielen Buchstaben, die hier durch die Gegend fliegen. Bin ich hier jetzt richtig? Nee, hier ist wohl wieder so ein Gebetsschrein. Die Leute beten zu diesen kleinen Dingern für eine sichere Reise. Sieh dir nur mal all das Moos an. Die müssen ja schon seit Ewigkeiten hier rumstehen. Ja, machen wir uns mal kaputt. Mein zweiter Magen ist bald voll, dann kann ich zweimal abkratzen. Was ich aber nicht zulassen möchte, weil ich werde immer versuchen, mich zu heilen mit meinen Knochen. So, hier geht's lang zu der ollen. Ja, kann ich gleich vergessen, ja. Nützt doch noch nichts. Nützt gar nichts. Meine Götterkraft fehlt. Warum sind die Götter nicht mehr mit mir? Das ist so gemein. Okay. Ist das hier der Schrein? Sieht jedenfalls danach aus. Oder erst durch das Tor da hinten. Erzähl mal was dazu. Wushihime. Das ist aber Pech. Ich wurde besessen, als ich für einen kurzen Moment in meiner Machtsamkeit nachließ. Ich hatte mich so bemüht, das Dorf zu beschützen, und jetzt soll es zu einer schrecklichen, verfluchten Zone werden. Aber leider, meine Kraft, sie schwindet. Alles ist verloren. Und jetzt los. Cutscene. Oh mein Gott.
Sie ist besessen. Von dem Typen da! Oh mein Gott, ein lila Affe. Der kann fliegen! Okay, du Spinner, komm her. Voll Flöte im Mund. Jetzt kommt so ein fliegender Affe. So, dann treiben wir mal die Geister aus hier. Lass mal die ganzen Kleinen hier platt machen. Ach, oh, scheiße! Na toll. Was soll ich das denn jetzt machen? Ah, jetzt, okay, muss ich wieder richtig schön. Ich kann wenigstens noch. Zack. Zack. Okay, der ist tot. Zack. 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 Bam. Okay, das geht trotzdem ganz einfach. Jetzt komm du mal her, du Arsch. Komm her. Yeah, voll gekickt. Bam. Bam. Hier ist einfach was Neues zaubert. Voll gekickt. Bam. 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 Alter. Boah, Combo Breaker hier vom Allerfeinsten. Oh, jetzt hat er wieder. Kick. Okay. Gut, alles klar. Jetzt habe ich jedenfalls keine Bedenken mehr, dass ich hier falsch bin. Ich kann also auch alles schaffen ohne Götterkraft. Das geht doch super einfach. So. Okay. So, freut sie sich jetzt? Ist sie unsere neue Freundin? Oh, oh, ist der ganze Fluch jetzt weg? Geil, Mann! Tja, das war ja einfach. So, hä? Hä? Bin ich von diesem bösen Fluch befreit worden? Oh, du hast mich gerettet, aber ich weiß nicht wie. Was sind denn für Dinger um sich rumschweben? Was verdammt nochmal ist passiert, eure Süßheit? Oh, seid ihr mit meiner Familie dem Haus Satomi vertraut? Nein, ich kann sehen, dass ihr es nicht seid. Aber trotzdem könnt ihr mir einen großen Dienst erweisen. Wollt ihr euch anhören, was ich zu sagen habe? Sprecht weiter, hübsche Dame. Iss und hört zu. Der Trottel eh. Oh, danke, danke dir. Ich bin Fusehime, Priesterin des Windschreins. Die Wind... Was hat die denn für... Was ist denn das da? Priesterin Fusehime. Der Windschrein steht oben auf dem Kamiji-Berg. Katsugami, der Gott des Windes, wird hier verehrt. Der Wind, der von dort weht, hält die Monster von hier fern. Bekannt als göttlicher Wind ist er unser verehrter Beschützer. Aber eines Tages hat er aufgehört zu wehen und das hat den Monstern ermöglicht, sich in unseren Dorf zu schleichen. Sogar ich, die letzte verbleibende Priesterin hier, wurde beinahe erschlagen. Dieses schreckliche Monster steckt hinter all dem. Okay, jetzt ist alles wieder cool. Wollt ihr den Rest meiner Geschichte hören? Es gibt nur eine Erklärung dafür, warum der göttliche Wind aufgehört hat. Es ist dieses schreckliches Monster. Wahrscheinlich haben wir uns noch Rothelm. Oh mein Gott. Diese Bestie lebt nun im Windschrein. Die Monster in diesem Gebiet stehen alle unter der Kontrolle von Rothelm, seitdem dieser in der Taka-Ebene vor 100 Jahren erschien. Meine Familie, das Haus Satomi, Bewahrer des Windschreins, bekämpfen diese Bestie und bekämpft diese Bestie und sein Gefolge schon seit damals. Aber letztes Jahr griffen die Teufel an und töteten den Oberpriester, als dieser durch eine Krankheit geschwächt war. Und so fiel der Windschrein in ihre Hände. Das ist ja echt beschissen, Mann! Ich kann mich nicht erinnern, das schon einmal gehört zu haben. Das war eine große Geschichte hier in der Gegend. Wenn ihr nur Rothelm bezwingen und den Windschrein befreien könntet. Aber ich kann nicht... Mann, irgendwie verlese ich mich immer mit der Mehrzahl und so, ist ja scheiße. So, jetzt mal ganz langsam und sachlich hier lesen. Aber ich kann nicht die Sperre des Bösen überwinden, die jeden daran hindert, den Schrein zu betreten. Es gibt jetzt nur noch eine Hoffnung. Nur die Krieger, die dem Haus Satomi dienen, können diesen Fehler richten. Meint ihr Susano? Hoffentlich nicht. Unsere einzige Hoffnung, Rothelm zu besiegen, sind die Satomi-Hundekrieger. Satomi-Hundekrieger? Die Satomi-Hundekrieger haben den Schrein beschützt und dem Haus Satomi seit Ewigkeiten gedient. Aber leider sind sie jetzt über ganz Nippon verstreut. Wenn wir sie wieder vereinen könnten, dann könnte sie die Sperre durchbrechen und den Schrein zurückerobern. Wirklich? Warum rufst du denn nicht dieses Hündchen nicht her? Ich habe es bereits probiert, aber ich habe bis jetzt noch kein Wort von ihrer Ankunft gehört. Ich spüre ihre Anwesenheit in der Nähe, aber ich habe sie noch nicht gefunden. Was, wenn sie angegriffen und verletzt worden sind? Oder noch Schlimmeres? Ich bitte dich, könntest du bitte ihre Aufenthaltsorte aufspüren? Das könnte dir nützlich sein. Und jetzt, was ist das? Ein Anhänger! Ein cooler Anhänger, Gepär! Gepär! Erhalten! Hundesucher! Oh Mann. Ich spüre 5 der Satomi-Hundekrieger hier in diesem Dorf. Sie sind ein temperamentvoller Haufen von und Fremden gegenüber nicht sehr aufgeschlossen, aber sie sollten zu mir zurückkehren, sobald sie den Hundesucher sehen. Der Hundesucher wird euch in ihre Nähe bringen. Nutze ihn zusammen mit deiner Stärke, um sie zu finden. Überlass nur uns, eure Süßheit. Wir werden sie alle ohne einen Kratzer zurückbringen. Ich kann es kaum aber abwarten zu sehen, wie sie uns dankt, Amy. Ja, vielleicht kann ich mal ihre Unterbuchse reinschlüpfen. Ist ja eklig. Oh mein Gott, der Hundesucher. Ist ja geil. So, habe ich jetzt noch ganz viel hier zu tun? Oder ist das hier einfach jetzt bloß hier von wegen der Schrein, wo ich nicht mehr reinkomme? Doch, komme ich rein. Oh, so viel zu entdecken, ja? So.
Freunde, ich würde mal sagen, oh, hier sieht lecker Essen aus. Freunde, ich würde mal sagen, damit endet der Part für heute. Gut, wir haben ein Dorf befreit von einem fiesen, geflügelten Drachenaffen. Und mal gucken, was im nächsten Part passiert, ob wir diese 5 Hunde-Krieger mal wiederfinden. Wie kam ich darauf, dass das Susano sein könnte? Ist egal. Auf jeden Fall wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.